Wir sind RWE, ich bin hier mit dem Nico. Wie hast du das Spiel gesehen? Ja, schon eine Enttäuschung. Erstes Spiel, denkt man schon, dass man irgendwie gewinnt oder halbwegs mithalten kann gegen Aufsteiger. Aber man hatte fast kaum eine Chance gegen Elversberg, auch aufgestiegen. Vor allen Dingen die erste Halbzeit, zweite Halbzeit war schon ein bisschen neutral gesehen. Aber erste Halbzeit war schon echt brutal. Aber die vier Dinger, die sie in der ersten Halbzeit gemacht haben, hätte kein Regionalligist reingemacht. Also die Chancenverwertung in der dritten Liga ist schon brutal. Ja, die war kalt. Die war brutal. Stehst du nach 25 Minuten, vier Dinger hinten? Weiß ich nicht. Also ist schon brutal. Deshalb, ich glaube, die Niederlage tut uns gut als Verein, da wir ein bisschen runterkommen. Vor allen Dingen, da wir in der dritten Liga ankommen. Ich denke mal, viele von uns haben geträumt, weiß nicht, Tabellenplatz 5 bis 10. Aber ich glaube, wir müssen uns auf unsere Stärken konzentrieren und vor allen Dingen jetzt im nächsten Spiel gegen Duisburg alles geben. Was erwartest du jetzt für Duisburg? Da muss eine Schlacht werden. Da ist nicht fußballerisch gesehen, sondern einfach nur alles Fußballerisches raushauen, die Stärke raushauen. Duisburg gestern auch nicht gut gespielt. Offensiv ging gar nichts bei Duisburg. Bei uns heute aber auch nicht, muss man auch feststellen. Vor allem in der Defensive, den Hebel habe ich noch nie so schwach gesehen, Entschuldigung zu sagen. Den habe ich noch nie so schwach gesehen. Ich meine, ich glaube, das ist auch ein Teil der der Aufregung. Erstes Spiel, dritte Liga. Aber ich glaube, gib uns zwei, drei Spiele, dann sind wir in der dritten Liga angekommen. Und Duisburg wird ein Kampf. Wenn wir da einen Punkt holen, bin ich glücklich. Absolut. Also wir haben noch 39 Spieltage vor uns. Ja, alles gut. Also jetzt über einen Abstiegskampf zu reden, alles gut. Kann man machen, muss man nicht. Wenn wir uns heute gegen Elversberg fünf Dinger bekommen, ist halt brutal. Ne? Erster Spieltag, Euphorie, ein bisschen futsch. Aber wir müssen uns wieder an die Grundideen zusammenfassen, mit der Mentalität wieder ein bisschen zusammenfassen, auch defensiv gut stehen. Müssen wir gucken, weil Belenski ist ausgewechselt, verletzt. Also da habe ich ein bisschen bang. Der hat richtig gut in den 25 Minuten richtig gut gepresst. Wäre schade, wenn er ausfallen würde, aber müssen wir gucken, was geht beim Belenski. Ja. Ich danke dir, Nico. Wir sind RWE! Yeah!